Ja, herzlich willkommen, Sportsfreunde, zu Tetzel versus Linda, meinem CrossFit-Workout-Versuch als Vorbereitung natürlich für die Strongman-Saison für Bodybuilding Ref Challenges. Und was ist Linda? Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund schon laufen. Linda ist ein CrossFit-Workout, was ich hier quasi von hinten aufgezäumt habe, sozusagen von hinten genommen habe, oder es hat mich von hinten genommen, das werden wir gleich noch sehen. Bei dem man Bankdrücken macht mit Körpergewicht. In meinem Fall habe ich ein bisschen geschummelt, um es gleich schon mal vorweg zu sagen. Ich habe 100 Kilo Bankdrücken gemacht. Dann macht man mit 1,5-fachen Körpergewicht Kreuzheben. Da habe ich 150 Kilo genommen und man macht Cleans oder Power Cleans und Front Squats, also Kniebeuge mit der Stange vor der Brust mit 70-75% des Körpergewichts. Ich habe es hier dann entsprechend mit 70 Kilo gemacht, um das Ganze nicht zu schwer zu machen. Tja, wozu macht man jetzt so einen Quatsch? Ganz einfach. CrossFit dient ja prinzipiell einmal dem Test überhaupt seiner gesamten Fitness. Ja, wir haben hier eine krasse Mischung aus Krafttraining und auch aus Ausdauertraining. Und vor allen Dingen verbessert es die muskuläre Koordination, also sowohl die intra- als auch die intermuskuläre. Denn hier wird natürlich der ganze Körper beansprucht und es werden halt eine ganze Menge Muskelketten beansprucht. Bei so komplexen Bewegungen wie einem Power Clean und einem Front Squat ist ja schon mal alles dabei, ne? Oder bei einem Kreuzhebe-Bewegungsablauf und entsprechend beim Bankdrücken auch. Außerdem haben wir natürlich die kardiovaskuläre Aktivierung. Das heißt, wir haben absolut den Nährstoffhunger, den Sauerstoffhunger der Muskelzellen. Und der muss natürlich bedient werden. Meine Atmung ist dabei zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema oder auch überhaupt die Atmung des entsprechenden Athleten. Und meine Atmung ist eine Katastrophe, Leute. Also das ist kein gutes Beispiel, ja, aber genau deswegen macht man solchen Quatsch, um das potenziell irgendwann mal besser hinzukriegen. Ja, ihr seht, der erste Hoodie ist schon gefallen. Es wurde langsam warm und wir sind gerade mal 2 Minuten im Workout. Man muss dazu sagen, ich habe hier in diesem Video die Pausen rausgeschnitten. Insgesamt habe ich etwas über 20 Minuten gebraucht für das Workout, soweit wie ich es gemacht habe. Und zwar bis zur 8. Runde. Ja, wie ihr jetzt vielleicht schon mitgekriegt habt, wenn ihr zufällig nebenbei hinten drauf mal auf das Video geschaut habt, man macht quasi pro Runde immer eine Wiederholung mehr. Normalerweise geht das Ganze von oben los, das heißt, man fängt an mit 10 Wiederholungen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pro Übung. Ich habe es von hinten aufgezäumt, wie schon eingangs erwähnt, nämlich mit einer Wiederholung, 2, 3, 4, 5 und so weiter und bin dann bis zur 8. Runde gekommen. Ja, warum nur bis zur 8. Runde? Weil bei mir das tatsächlich nicht gut funktioniert hat, die Herzfrequenz in irgendeiner Form in einem erträglichen Rahmen zu halten und auch die Atmung vor allen Dingen hinzukriegen. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ja, prinzipiell die für mich anspruchsvollste Übung, wirklich die Power Cleans und Front Squats. Ich mache das immer, wie man so schön sagt, mit Strongman-Technik, das heißt eher so ohne. Kreuzheben wurde dann natürlich zum Touch and Go und auch nicht mehr wunderschön, aber da soweit sind wir noch gar nicht. Ihr seht es, hier geht es sogar noch. Es wurde dann ein wenig schlimmer. Ja, das ganze Video ist entstanden im Januar, das heißt, ist auch schon ein kleines bisschen her und es war arschkalt. Ihr werdet eventuell zwischendurch mal meinen Atem sehen können, ja, vor allen Dingen bei uns in der Schmiede ist es auch sehr kalt, wir haben keine Heizung und mittlerweile sieht es auch ganz anders aus. Es ist für mich ganz witzig, das mal wieder so zu sehen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Magnus, der das Ganze gefilmt hat. Ja, und wenn du es bis hierher im Video geschafft hast, dann erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen was anderes, falls es jemanden interessiert. Ich glaube, viele interessiert es, denn die Leute fragen mich und sprechen mich drauf an. Und das ist ja Teil der Vorbereitung dafür. Also die Bodybuilding Ref Challenges und natürlich auch die Strongman-Saison stehen an. Und wenn du das Video direkt zum Release guckst, dann weißt du, dass ich eine bestimmte Bedingung ausgesprochen hatte bei dem Wettkampf gegen Tim Budesheim. Und wenn du das Video zum späteren Zeitpunkt siehst, dann siehst du auch schon die Konsequenzen davon auf jeden Fall. Und man kann einfach nur sagen, was viele Leute nicht ganz verstehen, ist, dass Bodybuilding Ref bzw. Strength Wars natürlich ein
Kraftsportformat ist, was unterhalten soll. Ja? Also das Internet ist ja voll mit Workout-Videos, wie zum Beispiel auch diesem hier, was einfach zeigt, was vielleicht jemand kann oder nicht kann oder versucht oder angreift, sage ich mal. Und das ist bis zu einem bestimmten Maß sehr spannend und für manche sicherlich auch immer sehr interessant, aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad. Und es ist natürlich viel spannender, wenn man das Ganze belebt mit einem Wettkampf und dann nicht nur mit einem Wettkampf, sondern auch einfach ein paar Charaktere hat. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, das Vorbild ist natürlich Profi-Wrestling. So blöd das klingt, aber das ist natürlich showtechnisch spektakulär und interessant für den Zuschauer. Man hat eine Entwicklung, man hat eine Story. Der große und wichtige Unterschied ist, es gibt keine Absprachen. Das heißt, es gibt keinen Promoter, der jetzt sagt, okay, heute gewinnt XY oder morgen gewinnt Person Z. Nein, so funktioniert es nicht. Es sind ehrliche sportliche Wettkämpfe. Aber die Leute dahinter spielen natürlich eine gewisse Rolle. So, und viele von euch, die mich von meinem YouTube-Channel kennen und die deutschen Zuschauer auch, sagen ja auch immer wieder, hey, Tetzel ist ja gar nicht so ein Arschloch, wie er immer tut in den Bodybuilding-Ref-Videos. Richtig, das ist genau der Punkt, Sportsfreunde. Ich kenne meine eigenen Grenzen doch relativ gut jetzt nach etwas über 4,5 Jahren dieses Sports und freue mich an sowas einfach teilnehmen zu können. Und man könnte natürlich in jeder Vordokumentation erzählen, dass man doch wie ein kleiner Junge in eine Kathedrale kommt und sich total freut, in die große weite Welt zu blicken und an diesem besonderen Spaß hat. Und das ist einfach was ganz, ganz Großartiges ist. Ja. Aber das ist dann halt irgendwann auch vorbei. Ne? Soll heißen, wenn ich das den Leuten immer erzählen würde, das würde ja auch keinen interessieren. Nein, und wir haben uns einfach gedacht damals, Herr Konrad und ich, und die Crew von Bodybuilding Ref, dass wir das einfach ein bisschen anders aufziehen. Das muss ein bisschen spektakulär sein und es macht ja auch Spaß. Ja? Und die Rolle des wilden Wikingers, der sozusagen keiner Herausforderung scheut und einfach mit der Axt schwingend über die Felder reitet und Köpfe einschlägt oder seinen eigenen einrennt, das macht doch viel mehr Spaß. Genau. Also der Dragon Slayer Mode, Leute, das ist natürlich schon immer mein Credo und es passt natürlich auf jeden Fall zu diesen Wettkämpfen. Und ihr wisst ja, Bescheidenheit ist eine Zier. Und glaubt mir, ich habe es gerade schon einmal erwähnt, kenne meine eigenen Grenzen. Also ich bin da eigentlich sehr bescheiden und wie gesagt sehr, sehr froh dran teilnehmen zu können. Also Bodybuilding Ref, großartiges Projekt, großartige Videos. Falls ihr es noch gar nicht kennt, natürlich bei YouTube sofort mal eingeben und sofort mal anschauen. Im Übrigen habe ich seit dem berühmten Kreuzhebe-Video, was ja leider irgendwie die ganze Welt gesehen hat, hätte ich fast gesagt, also seit über einem halben Jahr wirklich stark an meiner Technik gearbeitet. Hier sieht man es leider nicht ganz so gut, weil hier wieder Touch and Go dann entstanden ist aus der Wiederholungszahl raus. Insgesamt bin ich immer noch nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Kreuzhebetechnik. Aber ich weiß auch, dass ich immer ungefähr 1 bis 1,5 Jahre in eine Grundübung investiert habe, bis ich das Gefühl hatte, die Technik limitiert mich nicht allzu sehr. Und es stellt sich natürlich immer wieder etwas um. Also soll heißen, beim Bankdrücken und auch beim Kniebeugen habe ich immer noch die Möglichkeit, eine gute Progression kraftmäßig zu erreichen. Ja, Kraft ist natürlich immer das Stichwort und auch das A und O und für mich sehr, sehr wichtig. Sonst würde ich ja keine Strongman-Wettkämpfe machen. Und beim Kreuzheben habe ich eben dieses Gefühl noch nicht, dass ich mit der Technik eine gute Progression erreichen kann. Also ich kann zwar relativ standardmäßig mein Maximalgewicht abrufen, als sich immer so im Bereich von 230, 240 Kilo bewegt, mittlerweile vielleicht auch 250, aber ich habe bei diesen Wiederholungen nicht das Gefühl, dass es gut ist, was ich da mache. Und man sollte zwar beim Maximalkraftversuch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen müssen, aber trotzdem das Gefühl haben, hey, ich mache das jetzt und kann das auch morgen noch machen oder sagen wir mal nächste Woche, ohne dass mir alles wehtut. Ja. Und das ist im Moment nicht der Fall beim Kreuzheben. Darum bewege ich mich im Training eher so im Bereich von 180, 200 Kilo und versuche das wirklich mit einer sauberen Technik auszuführen. Das heißt, mit einer Technik, die sich einfach gut anfühlt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, Leute. Ich habe mich da sehr, sehr drauf eingeschossen, so langsam mich auf mein Gefühl auch zu verlassen. Ja. Es gibt halt Sachen, die sehen nie so aus, wie sie aussehen sollen, aber sie fühlen sich gut an. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich führe das so aus, dass ich schmerzfrei bin, dass ich einen natürlichen Bewegungsablauf habe und auch einen krafteffizienten Bewegungsablauf, dann bin ich damit sehr zufrieden.
Ja, manch einer mag sagen, okay, wenn das nicht aussieht wie ein Bilderbuch und ich das aufnehme und das Gefühl habe, das ist nicht schön, dann ist es auch nicht schön, auch wenn es sich gut angefühlt hat. Ja. Ich bin da ein bisschen anders, aber das sind auch Sachen, das entwickelt sich. Das kann man nicht planen und pauschal für jeden festlegen. Ja. Es gibt Leute, die machen nur Wiederholungen, die sehen halt perfekt aus und sobald sie ein bisschen davon abweichen, klappt es dann halt auch nicht mehr. Ich kann halt von Anfang an ein bisschen abweichen und ziemlich an die Grenzen gehen. Hat Vor- und Nachteile, natürlich steigt dadurch das Verletzungsrisiko. Andererseits kann man eben auch mal mithalten, wenn es gegen Leute geht, die eigentlich viel stärker sein sollten oder müssten. Tja. Strongman-Saison, letztes Thema, denn das Video nähert sich so langsam dem Ende und ihr habt mich schon wieder ununterbrochen hier reden hören. Strongman-Saison 2016, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es hier nochmal, geht los jetzt im April auf der FIBO. Wenn du das Video in Zukunft guckst, dann war es vielleicht schon, ne, logischerweise. Und mein Fokus liegt da dieses Jahr auf jeden Fall. Nach der Strongman-Saison steht eine Diät an, das heißt, ich werde eine Herbst-Winter-Diät machen, komplett gestört, wie ich bin. Denn eine Diät im Jahr möchte ich auf jeden Fall machen, wo ich wirklich den Körperfettanteil ziemlich drastisch reduziere, um dann halt nicht nur lean zu sein, sondern einfach auch wieder den sogenannten anabolen Rebound zu haben, das heißt wieder ordentlich aufbauen zu können und die Energie wieder hochschrauben zu können nach und nach. Ja, das ist ganz wichtig. Bis dahin steht jetzt wirklich funktionales Training mit im Fokus, das heißt ich trainiere ja normalerweise viermal die Woche im normalen Fitnessstudio oder beziehungsweise normale Fitness- und Bodybuilding-Übungen, nenne ich es mal, natürlich immer schwere Grundübungen vorangestellt. Und dann geht es ins funktionale Training. Was uns jetzt noch fehlt, was mir jetzt noch fehlt und dem Magnus, ist tatsächlich ein Atlas Stone. Den müssen wir uns irgendwie noch besorgen, damit auch da das Training voranschreiten kann. Tja, dieses Video nähert sich dem Ende auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier die letzten Wiederholungen, 8 Runden insgesamt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie immer könnt ihr natürlich mich unterstützen, indem ihr ein Shirt bei mir kauft, halbgottschmiede.bkt.com, wie es eingeblendet ist. Oder ihr geht auf den Link in der Beschreibung, kauft immer bei Protein was ein. Zum Thema Kreatin habe ich ja in einem eigenen Video was gesagt. Übrigens gerade wieder ganz wichtig für mich. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Euer Tetzel. Dragons. 8 Runden. Reicht. Oh, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Klickt die Links. Teilen. Und Tessa, was sagst du? CrossFit ist voll dein Ding, ne? Forging Fitness Elite. My Protein. Fuel your ambition.